Herzlich willkommen zu einer neuen Geschichte aus Der Kaufmann und der Papagei. Und ich habe mich heute wieder mal entschieden, doch noch einmal live zu senden, auch wenn der Titel dadurch erst später richtig rumzulesen ist, wenn ich das Video gespiegelt habe und auf YouTube hochgeladen habe. Aber so kann man doch besser sehen, wer denn alles dabei ist und wer mit zuguckt und so weiter. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das so. Ich leite heute ein bisschen ein, weil diese Geschichte eine der kürzesten Geschichten ist, die in dem ganzen Buch versammelt sind, damit es nicht gar so knapp wird und ihr euch so ein bisschen eingrooven könnt, habe ich jetzt mal so ein bisschen losgelegt. Die Geschichte heute heißt Der Sonnenrufer. Auf dem Hühnerhof erkrankte der Hahn so schwer, dass man nicht damit rechnen konnte, dass er am nächsten Morgen krähen werde. Die Hennen machten sich daraufhin große Sorgen und fürchteten, die Sonne werde an diesem Morgen nicht aufgehen, wenn das Krähen ihres Herrn und Meisters sie nicht rufe. Die Hennen meinten nämlich, dass die Sonne nur aufgehe, weil der Hahn kräht. Der nächste Morgen heilte sie von ihrem Aberglauben. Zwar blieb der Hahn krank, zu heiser, um krähen zu können, doch die Sonne schien. Nichts hatte ihren Gang beeinflusst. Eine persische Geschichte nach Abdu'l-Bahá. Und Nossam Pezeshkian schreibt dazu, die Beziehung des Menschen zu Gott kann nur in Gleichnissen und Bildern beschrieben werden. Selbst mathematische Formeln, die die Existenz eines Weltgeistes beweisen sollen, sind letztlich nur Gleichnisse. Und der Versuch, sich dem Unbekannten und Unerkennbaren wenigstens schrittweise zu nähern. Hammer! Und ich wünsche euch wieder einen ganz tollen Tag. Und wenn ihr euch dem Unbekannten, dem Unerkennbaren, dem Geheimnis des Lebens heute nähert und ein paar Gedanken dazu habt oder auch Erlebnisse, dann schreibt ihr doch gerne wieder hier unten in die Kommentare herein und lasst uns darüber ins Gespräch kommen. Und ich freue mich drauf, wenn wir morgen wieder zusammenkommen, wenn ich eine neue Geschichte aus Der Kaufmann und der Papagei lese, jenes wunderbare Buch von Nossam Pezeshkian, das im März 2019 40 Jahre alt wird. Ein wunderbares Jubiläum. Also, bis morgen, ihr Lieben. Tschüss.